Am Montagabend gastierte die Birk-Koch-Show im Bregenzer Festspielhaus. 5 Top-Köche der Birk, nämlich Heino Huber, Mike Schwarzenbacher, Rudolf Grabner, Armin Gründler und Silvio Nicol, präsentierten dem interessierten Publikum Köstlichkeiten der heimischen Küche. Durch den Abend führte der Bundesgeschäftsführer der Birk, Christian Bayer, der uns ein wenig über die Philosophie hinter der Veranstaltung erzählte. Die beste österreichische Gastlichkeit, kurz Böck genannt, ist Österreichs größte Marketingplattform für Qualitätsgastronomie. Unsere Philosophie entspricht es sehr stark, mit Produkten aus der Region zu arbeiten. Wir sagen, die besten Köche und Köchinnen Österreichs, die mit den besten Produkten aus Österreich arbeiten. Und das Ganze soll so in einer modernen Form auch dem Publikum näher gebracht werden. Kochshows boomen ja im Fernsehen. Diesem Trend folgen wir hier auch. Wir machen das aber jetzt nicht nur im Fernsehen sozusagen aus der Konserve, sondern wir machen das live vor Publikum. Wir touren durch alle neuen Bundesländer, machen in jedem Bundesland eine derartige Show. Heute sind wir im Festspielhaus in Bregenz, worüber ich mich sehr freue, weil hier auch die Idee zu dieser Böck-Koch-Show entstanden ist bei einer Show. Und das Prinzip dahinter ist, dass 5 Top-Köche aus unserer Vereinigung jeder einen Gang mit typisch österreichischen Gerichten kochen. Das beginnt mit einer Vorspeise, mit einer Suppe, mit einem Fischgericht, mit einem Fleischgericht und einem Dessert. Also hier wird die ganze Bandbreite der österreichischen Kulinarik wunderbar vorgestellt. Außerdem werden aus dem Publikum 8 Glückliche ausgelost, die dieses gesamte 5-gängige Menü auch essen dürfen. Es gibt eine österreichische Weinbegleitung dazu. Wir haben auch einen eigenen Sommelier mit an Bord. Und es gibt natürlich auch kleine Kostproben fürs Publikum, sodass die Leute nicht nur die Tipps und Tricks der Haubenköche erfahren und erleben können, sondern natürlich auch ein bisschen was davon schmecken können. Stellvertretend für die anwesenden Köche erzählte uns Heino Huber vom Deuringschlößl in Bregenz, was er für die Gäste zubereitet hat. Also es ist im Grunde genommen geht es darum, dass man regionale Produkte und die Art und Weise, wie man es zubereiten kann, den Menschen näher bringt. Ich koche am Bodenseefisch, am Bodenseeegli. Wenn wir da in Bregenz sind, müssen wir das fast irgendwie auch mit ins Spiel bringen. Und die Motivation für mich ist schon, dass diese regionalen Produkte mehr zu ihrer Geltung kommen und dass man halt auch sieht, was wirklich alles möglich ist. Und die Kollegen sind also auf heimisches Wild, Steinpilze, jetzt im Herbst Äpfel, Dessert mit karamellisierten Äpfeln und Topfensoufflé und so. Ich glaube, das wird alles ganz toll.